Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie 64.000 Schildkröten aussehen, so. Du sagst das, du. Aber leider sieht's im Meer nicht immer so aus, sondern leider so. Schildkröten sind mittlerweile vom Aussterben bedroht. Aber zum Glück gibt's das Internet und es hat sich mal wieder was sehr Sinnvolles ausgedacht. Schildkrötenarmbänder. Let's come together to help keep our oceans clean and save more sea turtles. Ich würde es mal für euch übersetzen. Lasst uns zusammenkommen und unsere Ozeane sauber halten und die Schildkröten retten mit einem Plastikarmband. Geile Idee. Und wir haben uns so ein Ding bestellt. Marlene, fang! Ach Mann! Das Highlight an diesem Schildkrötenarmband ist nämlich, es gibt eine Schildkröte noch obendrauf dazu. Die schwimmt dann so schön romantisch durchs Meer und hat so einen Sender auf ihrem Panzer. Und wir können dann sozusagen verfolgen, wo die Schildkröte überall lang schwimmt. Das verspricht zum Beispiel auch Vision Sea Life. Dort haben wir nämlich dieses Armband bestellt für 14,99 €. Mit Rabattcode sogar nur für 12,60 €. Mensch. Und mich interessiert jetzt natürlich, retten wir mit diesem Armband wirklich ein kleines Schildkrötchen? Dafür brauchen wir unseren besten und einzigen Rechercheur, Raphael. Stell dich bitte hin. Raphael! Raphael muss jetzt dieses Thema kurz für uns wegrecherchieren mit seiner raschen Recherche. Das hier oben direkt so ein Scam-Alert. Hier werden erstmal 100 Anbieter von solchen Schildkrötenarmbändern angegeben. Ob das jetzt Club Ocean, Tidalia, Earth Lives, Ocean Lives, Oceanproject.co, Blue Ocean, Turtles Journey, Wildlife Team, Wildlife Mission, Wildlife Charm or Ocean Better. Also es gibt scheinbar so viele Anbieter. Und hi, wir sind offen und ehrlich und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Turteltäubchen in die Kommentare. Diesen grandiosen Hashtag hat sich, glaube ich, Raphael ausgedacht. Und zu dem gehen wir jetzt auch mal rein in dieses Internet. Hallo. Hallo, willkommen im Internet. Raphael, ich würde übrigens deinen Namen auch mit so einem Ad ausstatten aus aktuellem Anlass. Und sogar mit zwei Ads. Ich hätte hier ein Armband für Sie. 12,60 € habe ich dafür bezahlt. Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist ein bisschen günstiger bekommen können. Nämlich hier auf AliExpress, habe ich hier gerade mal vorbereitet schon, da kannst du es für 1,35 € auch mit diesem gleichen schwarzen Vulkangestein kaufen. Und das ist ja schon ein kleiner Preisunterschied. Aber ich wollte ja auch kein Schnäppchen machen, Raphael, sondern eine Schildkröte retten. Rettet die Schildkröten, heißt ja auch dieses Armband. Und ich habe noch eine Postkarte dazu bekommen. Jeder Kauf macht einen Unterschied. Vielen Dank, dass du Teil unseres Projekts bist, um mehr Meeresbewohner zu retten und unseren Ozean für eine bessere Zukunft zu säubern. Und hier ist noch ein QR-Code drauf. Damit kann ich eine Schildkröte scannen. Wir haben eine Vision, die Stimme der Stimmlosen zu sein. Scanne den QR-Code, tracke deinen Meeresbewohner und verfolge, welche Erfolge wir bereits gemeinsam erreicht haben. Klingt danach, als könnte ich eine Schildkröte retten, wenn wir jetzt einmal diesen Code scannen. Ich habe hier ein Handy vorbereitet. Ich gehe auf eine Seite, ich werde weitergeleitet. Mit dem QR-Code landen wir dann auf dieser Seite. Du kannst dir einen oder mehrere Meeresbewohner aussuchen, also da scheinen die ganz schön spendabel zu sein. Eine Zuweisung eines Meeresbewohners erfolgt allerdings nicht, also doch keine private Schildkröte für dich. Lass doch mal zu den Meeresbewohnern gehen. Wir kommen auf osearch.org. Hier sieht man schon einige Tierchen, die man da tracken kann. Allerdings, hier steht nirgends dran, Besitzer Robert, das ist deine Schildkröte, hier klicken, sondern das sind einfach irgendwelche random Tiere auf der ganzen Welt. Also der Verdacht liegt nahe, dass die einfach random auf diese Seite verlinken. Wir haben OSearch mal angefragt und die haben leider uns noch nicht geantwortet. Kurze Unterbrechung, es ist ein Monat später und wir haben doch noch eine Antwort von OSearch bekommen. Die haben uns bestätigt, dass sie nichts mit Vision Sea Life zu tun haben. Ihr Tracking-Service ist komplett kostenlos, also wenn ihr Bock habt, vorbei zu surfen, also im Internet, dann könnt ihr das einfach kostenfrei machen. Es gibt noch 1 Kilogramm Plastik, der gesammelt wird zu diesem Armband hier dazu. Wir gehen nochmal zurück auf die Seite von diesem Armband. Hier sieht man auch diesen formschönen Schieberegler. Das Problem an diesem Bild ist, dass das eigentlich von dieser Webseite hier stammt. Hier sehen wir, dass der Cleanup 2018 stattgefunden hat in Mumbai. Wow. Von einer Organisation, die das mit anderen Organisationen zusammen gemacht hat. Unter anderem Empower. Unser Armband hat auf der Seite den Verden Tracker. Und Verden arbeitet wiederum mit Empower zusammen. Und wenn man diese Kette weiterverfolgt, kommt man irgendwann dahin, dass dieses Armband tatsächlich im entfernten Sinne was mit diesem Strand zu tun hat. Allerdings gab es dieses Unternehmen 2018 noch gar nicht. Deswegen wurde dieser Strand wahrscheinlich nicht mit dem Armband gereinigt, obwohl sie damit werben. Aber es könnte trotzdem noch sein, dass die Organisation seriös ist, die mir jetzt 1 Kilogramm Plastik aus dem Meer fischen will. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie viel Impact ich schon hatte. Aktuell null. Ah. Also noch nichts gemacht. Aber die haben uns auch gesagt, es dauert gerade ein bisschen. Unten steht es auch nochmal, wegen Corona kann nicht so schnell geputzt werden, die Strände. Aber es scheint auf jeden Fall halbwegs seriös zu sein, weil man hier auf jeden Fall bemüht ist, halbwegs das transparent darzustellen, dass das Kilo wirklich auch aus dem Meer gefischt wird. Aber ist das offen und ehrlich Qualitätssiegel? Es scheint auf jeden Fall halbwegs seriös zu sein. Ja, das Problem, was ich ein bisschen damit habe, ist, dass dieses Verden, was diesen Service eben anbietet, schon in erster Linie ein Marketing-Tool ist. Und so verkaufen die sich eben auch.
Hier auf ihrer Webseite sieht man Increase Customer Engagement 10 times. Also verbessere das Engagement oder die Oh nein, das Internet hat sich aufgehängt. Moment, ich muss kurz mal das Internet neu starten. So wie ich das verstehe, kann man so als Nupsi auf der Homepage einbauen, auf dem dann steht, hier, du sammelst 1 Kilogramm Plastik mit deinem Produkt und dann angeblich kaufen Leute dann 10-mal mehr, wenn sie das sehen. Laut diesem Anbieter. Das ist also ein Marketing-Tool. Ja, grundsätzlich ist Plastiksammeln schon mal echt gut. Ich zeige dir hier mal eine kurze Seite im Internet vom WWF. Die haben nämlich auch ganz viel Plastik gesammelt, um Schildkröten zu retten. Einfach weil so Plastiktüten, wenn die im Wasser sind, so aussehen wie Quallen und dann snacken da Schildkröten scheinbar gerne mal rein und dann haben die Plastik im Bauch und snacken, das ist nicht gesund und dann verenden die teilweise auch. Die haben ja auch ein Video, wo sie 160 Schildkröten gerettet haben. Plastiksammeln kann also wirklich Leben retten. Allerdings gibt es da auch ein paar kritischere Stimmen, sag ich mal. Hier der NABU, also der Naturschutzbund. Also wie gesagt, grundsätzlich ist es eine gute Sache. Der NABU sagt aber, dass da eben längst schon die Marketingchancen erkannt wurden. Ich zitiere hier mal: Längst ist der Schutz der Meere zum öffentlichkeitswirksamen Thema geworden. Aber durch Aufräumaktionen am Strand allein lässt sich das Problem nicht lösen. Die Konzerne sollten vor allem etwas gegen die Ursache der Abfallflut tun. Dieses Armband hier hat ja mit all dem, was Sie mir hier gerade gezeigt haben, liebes Internet, nichts zu tun. Das heißt, mit dem Armband habe ich maximal 1 Kilogramm Plastik eventuell in der Zukunft gesammelt, was aber nicht so sinnvoll ist. Und eine Schildkröte habe ich leider damit nicht gerettet. Zeig mir mal dein kleines Armbändchen. Hier ist nämlich auch noch ein kleines Gummibändchen drin. Hä, und die Schildkröte? Die Schildkröte ist aus Plastik. Ja, also ich finde es halt auch super weird, ein Plastikarmband zu kaufen, um die Plastikflut zu bekämpfen. Nicht ideal. Wer ist auf diese Idee gekommen, so ein Schildkrötenarmband zu machen? Und was steckt dahinter? Es gibt den Anbieter Phalo. Der bietet scheinbar schon am längsten diese Armbänder an und das sind tatsächlich auch einfach diese merkwürdige Schildkröte. Das sieht wirklich genauso aus. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Phalo scheint ein seriöses Unternehmen zu sein. Die kümmern sich scheinbar wirklich um Tiere und die bieten auch so ein Tracking an und machen das gemeinsam mit der Sea Turtle Conservancy. Die Sea Turtle Conservancy ist aber auf jeden Fall eine seriöse Sache. Das ist die älteste Schildkrötenforschungseinrichtung der Welt. Diese Forschungseinrichtung gibt es schon seit 60 Jahren. Das ist jetzt ja im Auge einer Schildkröte nur eine Sekunde. Allerdings basiert diese Forschungseinrichtung auf der Brotherhood of the Green Turtle. Klingt so ein bisschen wie so ein Film, wo die Leute so einen Secret Handshake haben, so hey, ach, du bist auch in der Brotherhood. Hier sind die tatsächlich auch sehr transparent, weil man sieht hier tatsächlich auch die Schildkröten direkt schon, die eben mit so einem Tracker versehen wurden. Unter anderem Barbara's Try Sand. Vor allem hier sieht man schon den kleinen Tracker auf ihrem Rücken. Ich habe hier tatsächlich auch noch ein Video gefunden, wo Barbara's Try Sand der Tracker auf den Rücken geklebt wird. Oh, jetzt hat sie aber Bock. Jetzt hat sie Bock. Ja, das ist nämlich kein normaler Tag. Das ist nämlich der Start der Tour de Turtle, wo Barbara Streisand auch mitmacht. Da geht es darum, die Vielfalt von verschiedenen Meeresschildkrötenarten aufzuzeigen. Und die schwimmt in dieser Tour de Turtle 2620 Kilometer. Also wahrscheinlich, Lässt sie sich auch da mal ein bisschen treiben. Auf dem Land ist sie nicht die schnellste, aber ich glaube, im Wasser liefert sie dann ganz schön ab. Was ich aber gemacht habe, ist, mir bei Phalo auch nochmal ein Schildkrötenarmband zu bestellen, um zu gucken, was kommt denn dabei rum. Eine Ewigkeit später. Mittlerweile haben wir Armbänder ohne Ende. Ihr seht es ja schon. That escalated relativ quickly. Wir haben hier natürlich unser seriöses Phalo-Armband. Das ist endlich angekommen. Das muss ich mal leider sagen, hat mich ein mittelgroßes Vermögen gekostet, dieses Band zu bekommen. Deswegen müsste ich mit dir jetzt mal eine kleine Schuldenanalyse machen. Wie teuer war dieses Band alles in allem? Und was geht davon an die Schildkröten? Ja, dann rechnen wir das doch mal durch. Dieses Armband kostet normalerweise $16,95. Dann hast du einen Rabattcode angewandt für -$3,39. Dazu kommen dann noch Steuern, das sind $4,47 und der Versand für $9,95. Also insgesamt sind das wie viel? Warte mal, $27,98 müssten das sein. Wahnsinn, wie schnell du das jetzt ausgerechnet hast. Ja, kein Problem. Das sind dann in Euro 24,73 €. Und dann kam ja hier in Deutschland noch der große Schocker dazu. Ja, der Zoll wollte auch noch was abhaben. Nämlich 8,04 €. Das sind zusammen 32,77 €. Happiger Preis für so ein kleines Armbändchen. Aber wenn es doch den Schildkröten zugutekommt. 10%, sagt Phalo, von diesem Band geht an die Schildkröten. Ja, da muss ich dich leider enttäuschen oder zumindest ein bisschen enttäuschen. Phalo sagt ja auf ihrer Website, dass sie vom Net Profit
10% spenden. Das heißt, wir müssen hier oben ansetzen. Wenn wir nett sind, nehmen wir die 16,95 €, weil wahrscheinlich ist der Net Profit ja sogar noch... Net Profit heißt ja nicht nett übersetzt. Das ist ja nicht der Nettpreis. Reingewinn habe ich gelernt im Wirtschaftsunterricht. Dann ist er noch nicht mal von den 16,95 €, sondern von dem, was die dann noch an Gewinn machen. Das heißt, da gehen ja auch noch mal Kosten weg. Aber sind wir mal wohlwollend und sagen wir, okay, komm, 16,95 €. 10% davon wären 1,695 €, keine Ahnung. Also so. 1,70 rund. Ja, 1,70 rund. In Euros wäre das 1,51 €. Wir haben hier in groß das, was ich bezahlt habe. So. Und was die Schildkröte dann bekommt. Wie schön du das visuell dargestellt hast. Also 1,51 € von diesen 32,77 € sind an die Schildkröten gegangen. Also maximal. Das ist ja, wie gesagt, nur die Zahl, mit der wir jetzt rechnen können. Ja, ich finde, dass das ein bisschen wenig ist. Aber ich bin ja auch kein Experte. Deswegen habe ich mit Burkhard Wilke gesprochen. Der kennt sich nämlich aus mit Gemeinnützigkeit und Spenden. 10% des Nettogewinns gehen an diese Organisation. Das heißt, der überwiegende Anteil, 90%, bleibt offenbar im Unternehmen oder wird ausgeschüttet an die Eigentümer. Das heißt, es geht hier in erster Linie um ein Geschäft. Um einen Profit. Und bei einer gemeinnützigen Organisation, wie viel Prozent werden da für den guten Zweck direkt zur Verfügung gestellt? Nach unserem Standard sollten im Jahresdurchschnitt mindestens 70% der Gesamtausgaben einer Organisation in den direkten guten Zweck, in die Programme laufen. Bei den Organisationen, die unser Spendensiegel tragen, sind es im Durchschnitt sogar 89%. Und zum Preisvergleich haben wir tatsächlich auch noch ein Wurstband bestellt. Was man allerdings sagen muss, ist, hier ist ja keine Schildkröte dabei, die man tracken kann. Das ist das Band hier von Wish. Kannst du dazu im Vergleich mal das teure Faluband daneben halten? Von der Schildkröte her ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Die Perlen sind hier leicht anders. Die haben nicht diese Used-Look-Struktur. Also unser billigstes Band hat auf jeden Fall die gleiche Schildkröte, aber dafür andere Perlen. Genau, dann habe ich hier noch bei dem anderen Anbieter bestellt ohne Ende, weil da gab es für zwei Schildkröten ein Eisbär-Armband obendrauf. Ja, geil. Auch natürlich zum Tracken. Ich mache das einfach mal. Guck mal, jetzt ist hier das erste Problem. Die Seite ist auf Französisch. Dit bonjour à Hoppa. Oh, Hoppa hast du, glaube ich, richtig gut betont. Sag Hallo zu Hoppa. Und hier unten sieht man, wo er unterwegs ist. Irgendwie überraschenderweise mega im Ozean unterwegs. Was ja für einen Eisbären jetzt, natürlich kann ein Eisbär schwimmen, aber hier so. Ich habe gegoogelt, der kann aber nur ein paar Stunden am Stück schwimmen. Danach muss er wieder an Land. Der ist jetzt seit dem 15. November im Wasser unterwegs. Aber vielleicht sitzt er ja auf einer einsamen Eisscholle, die langsam wegschmilzt und er ist mitten auf dem... Nein, ihm geht's bestimmt gut. Wir behalten das im Auge. Unser netter Abonnent Fabian hat sich das auch mal genau angeguckt. Der meinte so, Club Ocean finde ich ein bisschen merkwürdig und hat sich mal den Quelltext auf der Seite angeguckt und der meinte, das wird da einfach eingetragen, irgendwelche random Koordinaten. Also das ist kein komplexer Mechanismus, der das abruft, sondern es sind einfach feste Koordinaten, die da einfach so reingecodet werden. Aber gibt es denn überhaupt irgendeinen Beweis dafür, dass dieser Eisbär wirklich existiert? Ich habe tatsächlich keinen Eisbär namens Hoppa gefunden. Ich will nicht sagen, dass ich alle Eisbären der Welt kenne, aber Hoppa, ich habe ihn nicht gefunden. Grundsätzlich hat uns also keines der ganzen Schildkrötenarmbänder überzeugt und auch keiner der Anbieter wollte unsere Presseanfrage beantworten. Das ist natürlich auch ein bisschen enttäuschend und nicht gerade transparent. Wenn man sein Geld direkt und zwar ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck geben möchte, dann ist der einzige und richtige Weg, direkt an eine gemeinnützige Organisation zu spenden, die sich als seriös bewiesen hat. Also am besten nichts kaufen, um die Tiere zu retten, sondern einfach die Tiere retten, indem man Geld spendet an seriöse Organisationen. Und was machen wir mit den Armbändern jetzt? Ich finde, wir sollten die verschenken an Leute, die Schildkröten posten. Ja. In die Kommentare. Und einer sollte auch einen Eisbär posten, aber nur einer. Ja, bei uns gibt es ja nicht nur Bären, sondern auch kleine Kätzchen. Das kommt jetzt für euch. Und hier ist noch ein Video von uns und ein Video von Kurzgesagt. Die haben sich nämlich mit Plastikmüll beschäftigt. Huiuiui. Huiuiui. Das ist nicht so eine geile Sache. Plastikmüll? Ja. Nicht. Ja, nicht. Nicht. Muss ich mir das Video mal angucken.